Willkommen und gut Licht. Zeit für einen neuen verlassenen Ort. Ich bin hier in Spremberg am ehemaligen Brennstoffwerk. 1887 wurde durch Reste aus der Tuchindustrie hier Kaltbrandmasse hergestellt. Diese wurde verwendet, um Grammophonplatten zu produzieren, und später wurde dann sogar das Gehäuse des Volksempfängers daraus gemacht. Die Zeit zog ins Land, der Stoff entwickelte sich weiter und zu DDR-Zeiten produzierte man hier Sprelakart. Daraus wurden unter anderem Küchen gebaut. In den 1990er Jahren wurde die Produktion hier stillgelegt und in der Nachbarschaft entstand ein neues Werk. Im Jahre 2015 war ich auf dem Gelände und habe es für mich fotografisch entdeckt. Heute werde ich also nicht drauf gehen. Das liegt unter anderem auch daran, weil es in Teilen untervermietet ist. Und das macht sich nicht so gut. Den Kontakt möchte ich nicht und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch muss ich auch nicht unbedingt haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Fotostrecke. Thank you.
Am Ende der Fotostrecke noch ein kleiner Hinweis. Die Drohnenaufnahme zeigt, das Gelände ist auch ein kleiner Solarpark. Es wird daher rund um die Uhr personell überwacht, auch am Wochenende.